Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wieder mal recht herzlichen Dank bei dir fürs Einschalten. Wie ihr seht, ich bin hier noch halb am Grooven, denn bevor ich ein Video aufnehme, höre ich mir meistens ein paar coole Lieder an, die sehr, sehr motivieren, damit ich auch motiviert hier ins Video starte. Und wenn ich hier alles einrichte, läuft im Hintergrund meistens laut Musik. Und ja, momentan bin ich ein ziemlicher Fan von dieser Maybe Phoenix. Da höre ich viele, viele Lieder. Besonders Byte gefällt mir besonders gut. Und ja, das höre ich meistens, bevor ich hier ein Video aufnehme. Und es gibt immer so Lieder, die höre ich einfach immer und immer und immer wieder, bis ich sie einfach fast tot gehört habe. Habt ihr das auch? Habt ihr momentan so ein Lied? Schreibt mir das doch mal bitte in die Kommentare. Das würde mich riesig interessieren. Und vielleicht habe ich da auch mal eine Inspiration dabei. Ich werde mir da einiges und durchhören, was ihr mir so in die Kommentare schreibt. Deswegen schreibt mir unbedingt mal in die Kommentare, was so momentan euer Lieblingslied ist, das ihr am liebsten momentan den ganzen Tag hören könntet. Wie gesagt, meins habe ich schon gesagt. Maybe Phoenix Byte, mega, mega cooles Lied. Könnt ihr gerne mal auschecken. Ich schreibe es euch natürlich gleich mal in die Videobeschreibung den Link. Und ja, schreibt mir auch bitte eure momentanen Lieblingslieder in die Kommentare. Aber Leute, heute soll es nicht um Lieder gehen, sondern heute soll es um eine neue Waffe gehen bei Pixel Gun 3D. Ich habe im letzten Video das Einsatzgewehr zum Testen bekommen. Und genau das werden wir heute machen, denn wir haben ganze 2 Runden Zeit, um das gute Stück zu testen. Deswegen werden wir es einmal in der Arena testen, damit wir mal ein Gefühl bekommen. Und dann werden wir einmal noch in einen Teamkampf damit kämpfen. Es ist eine Primärwaffe, eine seltene Primärwaffe mit einer Effizienz von 33, eine Feuerrate von 98, Kapazität 50 und Gewicht von 85. Für meine Verhältnisse ist die Waffe etwas schlecht, weil sie eben Effizienz 33 hat. Ja, automatisch Durchschuss und Blutung, das hört sich meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr gut an. Und das Beste daran, sie kostet nur 460 Gold und ich habe eigentlich ziemlich, ziemlich viel Gold. Das heißt, ich könnte mir die easy kaufen. Für alle Free-to-Play-Spieler da draußen ist es, glaube ich, auch eine sehr, sehr gute Alternative für eine vielleicht etwas andere Waffe, die normalerweise Juwelen kostet. Aber gut, ich würde sagen, wir starten hier gleich mal rein in einen Kampf in die Arena, damit wir mal ein Gefühl für das Ding bekommen. Denn oft ist es ja so, dass man mit einer neuen Waffe startet und man weiß nicht, wie sich die verhält. Und hier in der Arena kann man das eigentlich sehr, sehr gut testen. Okay, die Waffe schießt sehr schnell, wenn man oben bleibt. Wie gesagt, ist sie auch automatisch, hat Durchschuss und sie verursacht Blutung beim Gegner, was ziemlich, ziemlich gut ist. Sie schießt ja sehr, sehr schnell, deswegen könnte man die Waffe nur mal verwenden, um den Gegner zum Bluten zu bringen. Und wieso sind hier keine aufrechten Gegner? Ich möchte gerne mal den Durchschuss testen. So, da hinten, okay, da treffe ich nicht. Schaffen wir da, dass wir 2 hintereinander killen? Nö. Aber die stehen eigentlich sehr, sehr gut hintereinander. Ja, da habt ihr den Durchschuss gesehen. Da haben wir gleich mal 3 dieser Zombies auf einmal gekillt. Ja, und wenn man dann vielleicht Waffen hat, die eines vielleicht Vergiftung macht, das andere macht Blutung, dann kann man da eigentlich sehr, sehr, sehr viel Schaden anrichten, wenn man da einfach durchwechselt. Wenn man vielleicht einmal Verbrennung draufhaut, dann haut man Blutung drauf und dann haut man vielleicht auch noch Vergiftung drauf. Und dadurch die Waffe so schnell schießt, muss man ja auch nicht so genau zielen, was für mich ja ein sehr, sehr großer Pluspunkt ist. Aber ich muss sagen, die Waffe verhält sich sehr, sehr gut. Mal schauen, wie sie sich in einem Kampf verhält. Da werden wir jetzt gleich mal direkt reinstarten. In einen Teamkampf, da sind wir nicht ganz auf uns alleine gelassen. Also da sind wir nicht auf uns alleine angewiesen. Da haben wir noch ein paar, ja, die uns helfen. Wir werden hier keine Prügelei starten. Außer es ist hier irgendwo, okay, nur Primärwaffe. Schaden, oh, der Schadenmultiplikator gefällt mir nicht so gut. Aber ich würde sagen, wir spielen, solange es das Teil noch gibt, den gruseligen Freizeitpark. Weil normalerweise sollte diese Map ja weg sein, wenn auch die ganzen Halloween-Events weg sind. Und apropos Halloween-Events, wir werden heute noch ein paar Kisten öffnen im Halloween-Event und auch bei den Lotterie ein paar Spiele machen. So. Unser Team ist vorne, 3:0, das gefällt mir schon mal richtig, richtig, richtig gut. Da kann es gar nichts mehr schief gehen. Und da ist ein Gegner. Oh, ich habe gleich mal eine Kill-Unterstützung bekommen. Hier ist der nächste Gegner. Ja, wenn du vor meiner Nase herumspringst. Okay, der hat natürlich mit dem Säbel der Macht auf mich draufgehauen. Aber ich habe die Kill-Unterstützung trotzdem bekommen. Ja, sie hat, wie gesagt, 50, ein Magazin von 50, bevor es nachladen muss. Aber sie schießt hier relativ schnell. Hat hier eine Feuerrate von 98. So, der hat mich gekillt. Gibt es hier einen Rache-Kill. Aber man muss den halt relativ oft treffen, damit man den auch hier killen kann. So, ich habe einen anderen Kill. Das war mein Einhorn. Okay, mein Einhorn macht momentan mehr Kills als ich. So, und hier nochmal. Wieso geht der Typ nicht drauf? Endlich, so. Revanche, 60 Punkte bekommen wir für diesen Kill. Und da ist er schon wieder. So, ich verwandle mich jetzt mal in den Mech, damit wir hier auch
mal einen Vorsprung uns rausholen. So, und da kommt er schon wieder. Ich glaube, der wurde gekillt. Dann wirst du eben nochmal gekillt von mir. Was? Das war nicht mein Kill? Wie jetzt? Und es zählt auch nichts drauf. Hä? Der ist ja weg. Doch, jetzt war es ein Kill. So, da hat es wohl einen kleinen Lag gegeben und hier ist er auch schon wieder. Und da ist der nächste Kill. Ja, gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen, aber wir wollen ja hier die Waffe testen. Wie gesagt, kostet 480 Gold, ist eigentlich relativ teuer für eine Waffe, die Gold kostet. Aber, naja, ich finde sie eigentlich ziemlich, ziemlich gut hier, das Einsatzgewehr. Sieht für mich nicht so wie ein Einsatzgewehr aus. Also ich hätte mir, wenn ich nur den Namen höre, hätte ich jetzt das hier irgendwie anders in Erinnerung. Wie gesagt, auch wenn es nicht jetzt für mein Level ist, aber ich möchte natürlich euch alle Waffen zeigen, die es so gibt. Damit ihr einfach mal auf meinen Kanal gehen könnt und sagt, okay, die Waffe schaue ich mir jetzt an beim Danny. Ich meine, man kann natürlich nicht sagen, ob sie richtig mega, mega gut ist nach den paar Kämpfen, die ich hier immer spiele. Denn wenn man sie nicht gewohnt ist, dann geht halt nichts. Es hat schon viele Waffen gegeben, die ich beim Review gesagt habe, ich kann damit nicht umgehen. Aber die ansonsten mega, mega gut sind. Also nachdem ich sie ein paar Mal gespielt habe, dass sie einfach dann mega gut waren. So, da ist es. Ja, wir haben gewonnen, da ist es vorbei. So, Sieg, gewinne 10 Wettkämpfe, haben wir auch gleich abgeschlossen, können wir somit auch gleich einlösen. Spiele 30 Matches, für das brauchen wir noch etwas. So, Gratiswaffe ist abgelaufen, kostet für mich jetzt 330 Gold, weil ich sie eben zum Testen hatte. Und jetzt könnte ich mir sie kaufen, ich glaube, ich kaufe sie mir um 330 Gold. Ja, würde ich sagen, nehmen wir gleich mal. Komm, also da muss ich drauf drücken, kaufen. Und somit haben wir uns das Einsatzgewehr gekauft. Ich habe ja viel zu viel Gold. Deswegen gut, wenn man dann mal eine Waffe findet, die man dann auch gleich kaufen kann. Ich bin aber jetzt gespannt, ob ich die Effizienz dieser Waffe irgendwie verbessern kann oder ob das schon Max ist. Okay, 33 ist Max, damit ihr das auch wisst. Es geht nicht höher als 33 mit dieser Waffe. Aber nun gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt schnell mal in die Lotterie. Da können wir uns ja noch ein paar Preise holen. Wir können uns auch noch eine Kiste abholen. Was mache ich weg? Das und... Ja, VIP mache ich auch noch weg, das für 30 Minuten, aber ich wahrscheinlich, wie gesagt, in einem der letzten Videos, das ist ja alles so Pseudo-Zufall hier, deswegen, da bekomme ich die 10 Münzen, wow, und da den einen Teil. Was hätte es auch sonst sein können? Sehen wir wieder, wie zufällig das ist, dann ist, es ist einfach immer so. Ja, hier die drei Teile. Naja, und viele von euch haben geschrieben, es ist komplett gleich. Beim Gratis-Dreh bekommt man meistens was Gutes, nur dann mit den Drehs, wo man dann, nicht mehr die Juwelen, wo man dann Juwelen reingeben muss, da bekommt man dann meistens nichts mehr, nicht mehr viel Gutes raus. Ja, da wird man eben motiviert, yeah, ich bekomme was Gutes, dann dreht man nochmal und dann denkt man sich, okay, das war jetzt ein schlechter Dreh und dann macht man es nochmal und irgendwann sind die ganzen Juwelen weg, weil es eben auch extrem teuer wird. Mega teuer, muss ich sagen, wirklich mega, mega, mega teuer wird das Ganze hier immer. So, wir bekommen hier wie viel Gold? 5 Münzen. Ich sage immer Gold, Leute. Dabei sind es Münzen. Aber wisst ihr ja schon, es hat sich noch keiner aufgeregt. Was ich auch sehr cool finde von euch. Denn oft, sobald ich zum Beispiel VIP sage, anstatt zu VIP, kam ich schon sehr, sehr viele Kommentare. Hey, Danny, das heißt nicht VIP, das heißt VIP. Sorry, Leute. Aber VIP spricht sich einfach für mich schneller aus. Und ihr wisst ja, was gemeint ist. Und um das geht es. So, wir müssen hier noch beenden 45 Challenges. Dann bekommen wir 200 Gold. Die sollten wir fast noch beenden können, glaube ich. Das sollte keine Aufgabe für uns sein, dass wir hier diese 200 Juwelen bekommen. Das wäre schon richtig, richtig cool. Dann können wir wieder eine neue Waffe testen. Ihr wisst ja, ich will mir alle Zauberbücher kaufen. Und da sind wir aber nicht mehr weit davon entfernt. Ja, VIP könnte ich mir holen. Hole ich mir aber jetzt noch nicht. Hier sind wir im Upgraden. Und ich würde sagen, Leute, wir spielen hier schnell noch ein Duell in der Geisterstadt. Denn da bekommt man ja... Für den ersten Sieg 50 Trophäen, Haustiere nicht verfügbar, Geräte nicht verfügbar und kein Ausstattungsbonus. Hört sich eigentlich ziemlich nach einem faireren Kampf an, als wenn man normal hier spielt. Deswegen nichts wie rein mit uns in die Geisterstadt. Wir haben ja letztes gewonnen und haben 140 Pokale bekommen, was richtig stark war. Nur jetzt spielen wir, glaube ich, gegen einen etwas stärkeren Gegner wie letztens. Wir machen das Ganze mal etwas interessanter spielen. Um diese Kiste mit dem DJ, mal schauen, ob der DJ hier drauf einsteigt oder nicht. Ich hoffe es natürlich, denn wenn wir gewinnen, haben wir eine gratis Kiste und ja, die 5 Juwelen sind mir eigentlich ziemlich egal, weil wir hoffentlich bald diese 200 Juwelen bekommen aus dem, aus dem Kampfpass. So, er weint, das heißt, er hat anscheinend nichts und er spielt mit der Einschuss. Nein, ich hasse Gegner wirklich, die Einschuss spielen. Weil die haben es meistens drauf, die haben meistens ein viel besseres Aim als ich, aber na gut, so, wir haben die Waffe trotzdem noch, okay, alles klar.
Wir haben die Waffe trotzdem noch. Ich dachte schon, das Ding zählt, also die Arena zählt. Ja, jetzt wissen wir, dass das nicht zählt beim Testen. Oh, aber da hat uns gut gekillt. Es ist richtig komisch, wenn zum Beispiel die Gadgets und die Ausstattungsbonus nicht zählt, weil ich bin so gewohnt, den Doppelsprung und den hohen Sprung zu machen hier und hier dann nichts abzubekommen, ist schon richtig, richtig krass. So, aber hier haben wir ihn gekillt. So, Revanche-Kill war das gleich mal. Wie jetzt? Wie er ist durch die Wand? Hä? Das verstehe ich gar nicht, aber wir haben ihn trotzdem gekillt. Und wir haben noch volles Leben und vollen Schild. Das war nicht so schlecht. So, ich will natürlich hier gewinnen. So, wir haben ihn geschwächt. Er hat die Blutung drauf. Und da ist irgendwo drinnen. Da muss er wo sein. Ich schieße da jetzt einfach mal blindlings durch. Nein! Nein, komm! Na, ah, jetzt muss ich nachladen. Oh. So. 3-4 für den Gegner. Er hat die Blutung. So, ich nehme auch mal den Säbel der Macht. Wo ist er? Da ist er. Komm, geh drauf. Komm, geh. Noch einen Kill kann ich mir wirklich nicht leisten, muss ich sagen. Noch. Yes, so, da haben wir die Rache. Und normalerweise, wenn ich jetzt gewinne, sollte ich mehr Punkte wie er haben. Okay. Ja, da hat er gut gezielt. Das muss man ihm lassen. Da hat er wirklich gut gezielt. So, jetzt versteckt sich er wahrscheinlich, so wie ich es im letzten Video gemacht habe. Nein! Yes! So, 5-5. Aber ich habe halt nur noch das Leben und kein Schutzschild mehr. Wir gehen jetzt einfach aufs Ganze, Leute. Wir verstecken uns jetzt nicht. Und somit haben wir nochmal einen Kill, 6-5. Auch wenn uns er jetzt killt, steht es dann 6-6. Wir verstecken uns jetzt einfach mal hier. Normalerweise sollten wir jetzt gewonnen haben. Komm. Nein. Nein, er hat mich noch gekillt. Yeah. Aber trotzdem, wir haben den Sieg. Wir haben den Sieg, Leute. 140 Vokale, wie auch schon im letzten Video. Mega, mega gut. Und wir sind somit Erster hier in unserem... Ja. Hier in unserer... wie sollte ich sagen? Was wollte ich sagen? In unserer Liga, genau. Liga, das wollte ich sagen. Aber mega, mega gut. Somit können wir hier auch nochmal diese Kiste öffnen, da wir jetzt ja genug Schlüssel haben für das Ganze. So, öffnen wir mal. Wie viel haben wir? Was bekommen wir nicht? Wie viel haben wir? Wir bekommen hier den Johnny P. Einen Teil davon. Okay, super cool, Pixel Gun. Aber Leute, ich hoffe, ich konnte euch jetzt einen kleinen Einblick in das zum Einsatzgewehr geben. Und ich bin so dumm, ich sagte vorhin ja... Wir können nochmal testen. Dabei haben wir es ja gekauft. Hashtag Danny denkt nicht mit. Hashtag Danny denkt nicht mit. Ja gut, Leute. Wir haben sie gekauft. Das habe ich voll verplant. Aber na gut, Leute. Ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Falls es dir gefallen hat, Daumen nach oben. Falls du neu bist, würde ich mich natürlich sehr, sehr, sehr über ein Abo von dir freuen. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, macht's auf alle Fälle gut. Damit du das nicht verpasst, bitte unbedingt unter diesem Video... die Glocke aktivieren, damit du auch eine Benachrichtigung bekommst. Ich habe das Einsatzgewehr jetzt hier im Duell sehr, 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 sehr hilfreich gefunden. Aber leider eben nur Effizienz 33. Ja, Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und haut rein. Ciao.